Orsini, il risultato pirotecnico, una partita anche oggi giocata alla grande. Sì, si è stati bravi a rimetterla in piedi subito, perché il doppio svantaggio può essere delle volte anche fatale contro squadre poi importanti come il Modena. Si è stati bravi a riprendere immediatamente, sia dopo il primo che dopo il secondo gol. E poi in campo la sensazione era che una volta riequilibrati potevamo fargli gol, perché abbiamo iniziato il secondo tempo bene. Abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, siamo stati bravi poi a concretizzarli contro, ripeto, un'ottima squadra, ben allenata, ben messa in campo, con qualità, per cui siamo contenti del risultato e della prestazione anche caratteriale. C'è stato un diverso atteggiamento in città, c'è stato un secondo tempo, prima magari un po' arrivo più offensivo, sono un tempo più pragmatico. Ma no, atteggiamento mentale penso sia lo stesso, poi diciamo che bisogna accettare anche un po' gli episodi del campo. Comunque affrontiamo una squadra importante con giocatori di qualità e quindi ci sta anche che subisce un po' le qualità degli avversari. Il primo tempo abbiamo concesso qualcosa, abbiamo fatto qualche errore magari di troppo, però siamo riusciti poi anche a rimediare, diciamo, nel modo giusto, per cui sono contento della prestazione e dei tre punti, della cosa più importante. 4 vittorie consecutive, attuali in zona podio, cosa significa? Niente, perché è troppo presto, il campionato è troppo lungo, è troppo complicato e tutte le domeniche vediamo risultati strani e che non ti aspetti, quindi è inutile far calcoli. Secondo me fino a marzo non ha nessun tipo di senso pensare a classifica, playoff, playout o altro. Bisogna affrontare partita per partita, e che già è complicato. Perché se magari altri anni potevi fare dei calcoli e magari c'è una squadra un po' più abbordabili, quest'anno e come l'anno scorso è molto molto complicato fare questo genere di ragionamento, per cui partita per partita, e adesso abbiamo la testa a mercoledì la Coppa e poi domenica riaffrontiamo la Feralpi. Altri due gol da dedicare a Laura? Sì, li dedico sicuramente a Laura che è qua vicino a me, sono contento, e anche alla mia famiglia e ai miei amici che sono venuti oggi, tanti miei amici per la prima volta qui, e quindi spero di avergli fatto un bel regalo, e ai miei genitori, mio fratello, le persone che mi stanno sempre vicino. Grazie. Ja, nein, ist ja auch gut. Der Sportdirektor will was Gutes aufbauen und man sieht es auf dem Platz. Und er hat jetzt in Morosini Turchetta, jetzt hat er von mir bis 2023 verlängert. Und ja, es ist gut, weil man all die gleichen Spieler hat und man sich mittlerweile schon gut kennt. Und das ist wichtig, man sieht es noch auf dem Platz, dass man. Weil wir in den letzten Jahren haben wir am Anfang ins brutal schwer getan, aber jetzt früher sind wir gut gestartet. Nein, nichts wird damit gesagt, wird überhaupt nichts. Wir müssen jetzt weiterarbeiten, weil es gibt noch viele Sachen, die wir verbessern müssen. Wir sind eigentlich brav gewesen, ein Spiel aufzuholen, weil wir gleich ein Tor kassiert haben, dann haben wir geschossen, wieder eins kassiert und noch eins geschossen. Und das ist nicht leicht, das zeigt, dass wir total eine gute Mannschaft sein. Und wie gesagt, wir müssen hart arbeiten, wir müssen viel verbessern und das so weitergehen. Nein, ich glaube, Freisich um die drei Punkte, das ist das Wichtigste. Heute war ein brutal schwaches Spiel, was ist eine wirklich gute Mannschaft, aber wir haben gezeigt, dass wir heute besser machen. Sicherlich will der. Früher will der Trainer ein bisschen weniger riskieren, nicht? In Paul gleich 4 spielen. Und nach vorne die Aktion kreieren und vorne gut spielen. Letztes Jahr war gar nicht so mit dem Zanetti, er will eher von hinten aus spielen. Und deshalb ist das, glaube ich, ein bisschen unterschiedlicher. Aber früher haben wir ein Spiel mit 3 Stürmern vorne. Und offensiv sind halt haben wir viel mehrere Spiele. Und deshalb sind wir offensiv von letztes Jahr mit der 5er-Kette gespielt. Deshalb haben wir gar nicht weniger Tore geschossen. Aber auch weniger kassiert. Ja, weil ich schon den Eindruck, es macht das Spiel verteilt die Chancen auch so. Aber das ist eine Sache, die wir unbedingt verbessern müssen, weil heute ist es gut gegangen, dass wir 4 Tore geschossen haben. Aber noch haben wir gar keinen Sonderspieler gegeben, der es nicht so leicht ist, 4 Tore zu schießen. Das Modena ist schon eine von den Mannschaften, die das vielleicht Budget her für die 5, 10, 10.
Weil die letzten drei Spiele hat so quasi, dass wir gegen so mittelgute Mannschaft gespielt haben. Heute haben wir auch gezeigt, dass wir gegen gute Mannschaft gewinnen können. Und wie gesagt, die Meisterschaft ist jetzt noch total lang und wir müssen wirklich hart arbeiten, weil es noch total viele Sachen gibt, die zu verbessern. Aber wir sind auf einem guten Punkt und wichtig ist, dass wir so weitergehen. Ciao, vielen Dank.